Nicht? Da habe ich als Bub im Heim gespielt. Nicht? Da kommen die Wölwart her, den hat ja früher alles da gehört. Nicht? Das, den was zum Sagen hätte, nicht so wie uns heute der Landrat. Nicht? Und der Landrat hätte sagen, wäre ja schön, wenn ich was zum Sagen hätte, aber na egal. Aber da auch, dahinter die drei Kaiserberge, das ist die Ostalb. Rosenstall, Scheidelberg, drei Kaiserberge dahinter. Die Staufer kommen daher, nicht? Römisches Reich, Deutsche Nation, der Lübcke war hier gesessen, am Kolbeberg sind wir da, am Kolbeberg. Aber und, um das soll es ja gleich gegangen. Mir geht es um die Art der Landschaft da. Nicht? Da haben wir das Wellen, dahinter ist Elbangen, da ist Aalen, nicht? Da übrigens Gmend, Lauch, Rimstal Richtung Stuttgart. Aber wieso das so aussieht, ich meine, das mit dem Wellen ist mir ja klar. Nicht? Afrika trägt den italienischen Stiefel hoch, das wuchtet die Alpen rauf, davor liegt der Brettle, das ist die Alp, die schmeißt es vorne hoch und der Händler ist ein lommeliger Teppich und wenn das so abbremst, dann wird das halt so wellig. Aber wo kommen die Storre her? Der Händler, der Stufer, Rechberg nicht? Und so weiter, auch da der Kolberberg, wo kommen die? Ich habe mir das mit den Brettle ist gar nicht schlecht, weil wenn man. Wenn man sich denkt, so ein Brettli, nicht, wo da so Äste drin sind, so Eichholzbrettli, sieht man an die alte Stiege, an die Stufe, nicht, oder auch beim Boden. Wenn man da scheiert und putzt, nicht, dann bleiben die Äste, die Storre, die bleiben standen. Nicht? Und so ist es da auf der Ostalb, das ist ja eine raue Gegend. Nicht? Da wendet der Wind, nicht? Die Rems reißt nicht? Und der Schwab putzt. Nicht? Der scheiert, ja, und dann bleiben da diese Storre übrig. Interessant, das will ich mal weiterverfolgen, nicht? Mit den Storre da.